Die cleveren Landwirte oder alles auf einen Streich? Dieselrechnung. Zeiten billiger Kraftstoffe sind eindeutig vorbei. Zappalott! Hat man schon so eine hohe Rechnung gesehen? Leck! Wer verdient auf den ganzen Zeig? Die du Bayer. Der Bayer? Ja, dann stimmt doch alles. Die Konzerne in Dubai verdienen sich dumm und dusselig an unserem Dieselverbrauch. In Dubai sind doch die großen Ölvorkommen unserer Erde. Hier in Bayern? Ganz stimmt nicht. Bei uns gibt's höchstens Salatöl und davon wirst nicht reich. Ach so, du meinst, die ganzen Ölscheiß verdienen sich dumm und dusselig an unserem Dieselverbrauch. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ja, wo bleibt denn unser Hansi? Das Essen ist bald fertig und er ist immer noch auf dem Feld. Da wird doch nichts passiert sein. Ach, mal den Teil findet an Wand. Aber da stimmt wirklich was nicht. Da ist was mit seinem Bruder passiert. Aber schau, da kommt der Hansi ja schon angelaufen. Mutter, Vater, so ein Pech, mein Bruder ist umgekippt auf dem Feld. Durch das Hochwasser sind tiefe Spurrillen. Spurrillen, du hast mich echt geschmissen. Um Gottes Willen, dir ist doch nichts passiert. Nein, mir nicht. Aber der ganze Diesel ist ausgelaufen. Oh je, adisch nur. Wir müssen mal sofort das Umweltamt informieren. Der Diesel ist hochgiftig. Auch das noch. Schnell, Hansi, nimm's Handy. Du kennst dich ja aus mit dem Ding. Das wird mir jetzt früh. Ich gehe ins Wirtshaus. Eiweißfutterrechnung. Die Zeiten billigen Futters sind eindeutig vorbei. Zappalott, hat man schon mal so eine hohe Rechnung gesehen? Leck, ja, die fressen doch kein Kaviar. Wer verdient an dem ganzen Zeug? Die Konzerne in Amerika. Die singen alle Tralala. Brauch jetzt erstmal mal das Bier. Das Bier bitte. Für mich das Gleiche. Mei, ich kann da sagen, ich habe eine Dieselrechnung erhalten, die hat sie gewaschen. Die Dieselrückerstattung, die es da gibt, die hilft auch nicht mehr voll. Mann, oh Mann. Da klagst du im Richtigen etwas vor. Ich habe sie eben die Abrechnung für das Sojafutter für unsere Kühe bekommen. Dann meinst du, du hast Feinkost bestellt? So teuer ist das Zeug. Über die Qualität sagt es aber gar nichts aus. Wer sagt mir, dass das Futter nicht gentechnisch verändert ist? Zwei Maß Bier. Prost! Ja, ihr habt Sorgen.
Wir früher hatten als Zugmaschinen die Pferde und als Kraftstoff das Futter, das wir auf unseren Feldern dafür angebaut haben. Wir waren diesbezüglich unabhängig. Heute mag ja vieles besser, fortschrittlicher sein. Aber wie heißt es so schön? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nein, das glänzende Erdöl ist wirklich nicht so goldig, wenn man weiß, wer daran verdient. Und fürs Klima ist es auch nicht gerade toll. Ja, das stimmt. Aber zurückbrennen können wir wie die Zeit auch nicht, und mit Pferdeln unsere Gerste dreschen. Stimmt's, Anton? Stimmt. Mit Pferden brauchen wir da gar nicht anfangen. Aber die Wirtin bringt mir da auf eine Idee. Kürzlich lasse ich im Baumblatt einen Artikel über Rapsöl. Den Strabing beim TFZ, der an den nachwachsenden Rohstoffen forschen, weißt schon, die sind da ganz aktiv auf dem Gebiet. Da gibt's bereits Traktoren, die fahren mit dem Zeug. Ja, das habe ich auch gelesen. Da brauchst du eigene kleine Rapspressen, passt Raps zu und los geht's. Die ist gar nicht so schlecht. Da bleibt das Geld zumindest bei uns und geht nicht nach Dubai. Das kannst du echt machen, Max. Aber mein Eiweißfutter kann ich mir nicht mal so eben selber pressen. Doch, das ist ein Witz bei der Geschichte. Der Presskocher, der beim Ölpresser anfällt, ist ein hoch eiweißreiches Futter. Und jetzt kommt's. Beim Ölpresser kommt doppelt so viel Presskocher raus wie Öl. Nur ein Drittel Öl und zwei Drittel Futter werden so produziert. Stimmt, das ist ein Baumladen. Dann ist das Rapsöl eigentlich nur das Nebenprodukt. Das Tierfutter das Hauptprodukt. So ist es. Mensch, wir müssen jetzt zusammen, der Anton. Wir bauen mal Rapsöl und schaffen unser Ölpressen. Du kriegst das Futter für deine Kühe und das Öl nehmen wir als Kraftstoff für unsere Schlepper. Ja, aber da brauchen wir spezielle Traktoren mit einem Motor, der Rapsöl verträgt. Gut, dass meine schon so alt ist. Da brauche ich eher neue. Da kann ich mir gleich einen solchen. Oder hast du das nicht ernst gemeint? Doch schon. Ich tausche mein Bull beim Händler ein gegen einen, der mit Rapsöl läuft. Das wird eine gute Geschichte. Ich bin der Förster. Jetzt habe ich die ganze Zeit zugehört. Darf ich bitte auch etwas vom Rapsöl als Schmieröl für meine Kettensägen haben? Das ist ja viel umweltfreundlicher. Aber sicher, du bist dabei. Ich möchte dann aber auch etwas von dem Rapsöl haben. Da gibt es super Kuchenrezepte mit dem Zeug. Ich google gleich schon mal. Ja, und Rapsöl ist ja so gesund. Und zur Hauptwege werde ich es auch mal ausprobieren. Vielleicht werde ich dann noch schöner. Ich brauche auch einige Liter. Mensch, ihr macht Sachen. Da müsst noch viel mehr mitmachen von uns. Dann werden wir Bioenergiedorf. Bei der Erneuerung der Dorfstraße im nächsten Jahr nehmen wir Rapsbitum her. Ich rufe gleich den Landrat an, damit das klar geht. Bürgermeister, du hast recht. Wir müssen noch viel mehr mitmachen. Umso günstiger wird die Anschaffung der Rapspresse. Hey Kinder, na, wie schaut's aus? Macht ihr mit bei der Eigenversorgung von Goldbodenhausen mit Kraftstoff und Viehfutter? Die Alma hungert schon. Nachbarn, bringt den Raps zur Rapspresse, damit wir loslegen können. Wir kommen schon.
Okay, ich bin kein Kopf, ich bin kein Kopf.